Mein Name ist Andreas Jakob, ich bin erster Bürgermeister des Marktes Rustorf an der Rott im Landkreis Passau in Niederbayern. Wir haben 7000 Einwohner und unser Gemeindegebiet umfasst 51 Quadratkilometer. Zurzeit stehen wir vor der großen Aufgabe, das gesamte Gemeindegebiet mit ausreichend schnellem Internet, mit Breitband zu versorgen. Und da stellt sich zurzeit in einem gewissen Ortsteil, ich möchte sagen, für 140 Haushalte von insgesamt knapp 3000 Haushalten die große Frage, wie wir das aktuell mit den bestehenden Fördergeldern, die der Bund und der Freistaat anbietet, aber auch den technischen Herausforderungen, weil keine Versorgungsunternehmen mehr die Zeit oder auch überhaupt den Willen haben, diese Gebiete zu versorgen, wie wir diese Aufgabe lösen können. Und wir sind aktuell dabei, eben über drei Förderverfahren, im letzten Jahr haben wir das erste abgeschlossen, über den Freistaat Bayern, in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgemeinschaft beim Landkreis Passau. Das zweite Verfahren ist derzeit in Umsetzung und jetzt geht es im Höfeprogramm darum, dem letzten Einzelanwesen, dem letzten Anwesen draußen in der Peripherie eben Breitband anbieten zu können. Es ist natürlich klar so, dass die freien Unternehmen wie die Telekom kein Interesse haben, über 3 Kilometer Breitband zu verlegen und einen Anschlüsser zu haben, sondern hier muss auf alle Fälle die Kommune ja, in Einheit mit dem Freistaat und oder dem Bund diese Wirtschaftlichkeitslücke decken. Und ich kritisiere zurzeit, dass diese Verfahren zu kompliziert sind, zu starr sind, zu undurchlässig sind. Im Endeffekt kann man sich am Anfang fast wie ein Hellseher betätigen und schauen, wie kann man mit dem Budget am besten die meisten Haushalte erreichen. Wenn am Ende der Reise bei Angebotseröffnung rauskommt, die Gelder reichen nicht aus, müsste man alles wieder auf Null fahren, weil das Bundesprogramm mit dem Bayerischen Programm nicht in Einklang zu bringen ist und die Bürger haben für das Ganze kein Verständnis. Wir müssen jetzt bei Auftragserteilung 48 Monate warten, bis ein Telekom-Unternehmen diese technische Leistung umsetzt. Und das ist ein Zustand, den ich so eigentlich den Bürgern gegenüber nicht vertreten kann. Die Gemeinden stehen aktuell natürlich vor großen Herausforderungen. Die Infrastruktur ist völlig im Wandel und ich habe da als Bürgermeister durchaus auch eine Vision. Ich denke, egal ob im Gesundheitswesen die ärztliche Versorgung, die in 20, 30 Jahren ganz anders ausschauen wird, die sich über das Internet, über die Smart Grids erledigen wird, oder auch die ganze Infrastruktur von der Mobilität bis hin zu den Fragen der Straßenbeleuchtung, wie auch immer, die Bildung und andere Einrichtungen werden davon abhängig, wie gut ein Gemeindegebiet versorgt ist mit den Datenautobahnen. Und hier sehe ich das ganz, ganz kritisch, was da zurzeit abläuft. Wir krabbeln nur von einem zwischen Provisorium zum anderen, aber es gibt keine Endversion, wie das Ganze mal ausschauen könnte. Und das wird mit Sicherheit uns noch vor große Probleme stellen. Es wäre natürlich der ganzen Sache förderlich, wenn auch die Unternehmerschaft, die Wirtschaft sich in diese Thematik mit einbringen würde, wie zum Beispiel in der städtebaulichen Entwicklung sind wir zurzeit Hand in Hand auch staatliche Unterstützungsprogramme, die Kommune, die Gremien, aber auch die Wirtschaft, die Bauwirtschaft unterwegs, den Ort wieder im Zentrum Vitalität und Lebensqualität zu verschaffen. So würde man es auch in dem Bereich der Medientechniken wünschen, der Datenversorgung, dass sich auch hier die Wirtschaft mit den kommunalen Mandatsträgern im Schulterschluss unterhält und hier Lösungen anbieten könnte.